Du bist auf der Suche nach einem Couchtisch, nach einem Designer-Couchtisch und scheust aber das Geld dafür auszugeben, dann bleib dran. Ich zeige dir hier, wie man mit relativ einfachen Mitteln und einem kleinen Budget einen super Couchtisch selber bauen kann. Wer mein Vorstellungsvideo gesehen hat, der weiß, dass dieses Projekt schon länger auf der Agenda steht. Der Wohnzimmertisch ist für meine Tochter und dazu habt ihr jetzt einfach so ein bisschen Eichenholz auch gebraucht. Und dieses Eichenholz ist jetzt da, das habe ich gekauft und das zeige ich euch jetzt mal. So, wir sind jetzt in der Garage und für alle diejenigen, die mein Regal noch nicht kennen, hier zeige ich euch mal dieses Regal, das ich meine. Das ist ein großes Regal, habe ich gebaut für die Werkstatt. Und beziehungsweise für einfach diese Hölzer, die ich habe und diese Plattenmaterialien. Und hier oben liegt das Eichenholz. Richtig schönes, dickes Eichenholz. Freue ich mich schon drauf, da in Massivholz was zu bauen. So, den ersten Zuschnitt haben wir gemacht. Ihr seht, 5 Bohlen, a 1,10 Meter lang oder 1,05 Meter lang teilweise. Der ist ein bisschen länger. Und jetzt hobeln wir die uns zurecht und dann verleimen wir sie. So, die Bretter sind auf Maß gehobelt und jetzt gehen wir nochmal in die Werkstatt runter und dort leimen wir die dann zusammen auf eine besondere Art und Weise. So, gehobelt ist es. Jetzt verleimen wir es und bevor wir es verleimen, setzen wir hier noch Flachdübel rein, um die Höhen oder beziehungsweise gegebenenfalls, wenn das Brett irgendwie wohin will, also krumm wäre oder sonst irgendwas, um das abzufangen. Und das machen wir jetzt. So, um diese Dübel zu setzen, brauchen wir auf jeden Fall einen großen Winkel, den wir hier anschlagen, an der Seite anschlagen. Und dazu gibt es für ganz normale Zimmermannswinkel gibt's diese Anschläge. Das sind Anschläge, die man nur hier drauf setzt und zuschraubt. So. Und anhand dieser Spitze, zeige ich euch mal, diese Spitze da unten ist es, die dann hier am Holz anliegt und einen rechten Winkel ergibt. Ich verlinke euch mal diese Teile unten in der Videobeschreibung.
So, jetzt lassen wir es trocknen und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Für euch natürlich gleich. Tischplatte ist fertig geschliffen. Bin jetzt hier aktuell mit einem 80er Papier nur drüber gegangen. Der Feinschliff kommt noch. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass wir hier einen Riss haben. Und diesen Riss, den muss ich irgendwie sichern. Und da gibt es ja diese Schmetterlinge, Fliegen in Form einer Fliege. Ihr kennt es, ihr wisst, was ich meine. Und das ist so das erste Mal, dass ich mich da ranwage an dieses Thema, aber das muss ich sichern, das muss ich, diesen Riss muss ich sichern, nicht, dass er weitermacht. Und deswegen fertigen wir jetzt mal eine Fliege an. Dazu nehmen wir aber ein besonderes Holz, also einfach ein kontrastreicheres Holz, ein sehr dunkles Holz dazu. Und jetzt gehe ich mal gucken in mein Lager, was ich da habe. Ich habe jetzt mal geguckt, was ich habe, ein sehr dunkles Holz. Ein extrem dunkles Holz. Und zwar habe ich das am Wochenende gekauft bei einem Schreiner. Und der sagte mir, das ist ein Bongossi-Holz. Bongossi, ich hoffe, das ist der richtige Ausdruck. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es eines der Hölzer, die eine Wasserresistenz Klasse 1 haben. Das heißt also, Eiche ist ja, glaube ich, 2 oder 3. Und das hier ist Klasse 1. Das heißt, es kann unbehandelt irgendwo ins Wasser gelegt werden. Das kann in die Erde gerammt werden als Zaunpfahl oder sonst irgendwas. Es passiert diesem Holz gar nichts. Und das ist natürlich riesig. Das sieht sehr schön aus. Das sägen wir jetzt mal in der Bandsäge ab. Und dann machen wir uns da den Schmetterling oder die Fliege draus. Ist ausgeschnitten und jetzt zeichnen wir da einfach so eine Fliege auf. Wichtig ist ganz einfach, wenn ihr das macht, dass ihr dass die Maserung so läuft. Das heißt also, die Maserung des Holzes muss so laufen, wenn die Fliege so eingezeichnet wird. Also das heißt, wenn sie auf Zug, wenn sie etwas zusammenhalten soll, dann immer in der Längsfaser, nie quer. Die Fliege ist eingearbeitet, alles ist verschliffen. Was wir jetzt machen, wir ölen den Tisch noch und geben ihm so eine richtig schöne Farbe mit und damit auch einen wunderschönen Look.
So, der Tisch ist geölt. Alles ist soweit fertig. Zumindest was die Tischplatte anbetrifft. Und ja, wenn dir das Projekt bis zu dem Status, nämlich den ersten Teil, gefallen hat, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, macht die Glocke an. Und wenn euch interessiert, wie es weitergeht, dann schaltet einfach wieder ein und guckt den zweiten Teil an. Denn in diesem Teil werden wir die Füße dazu bauen, wir werden die finalen Zusammenbau machen und ihr werdet auch Impressionen bekommen, wie es dann letztendlich im Zimmer selber steht. Ja, mir bleibt nur noch übrig zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abo habe ich genannt. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Video, macht's gut und Servus.